So, ich möchte euch auch mal mein Regal präsentieren. Meine kleine, aber feine Auswahl von schönem Material. Ein paar Sachen, wo ich sehr stolz drauf bin. Und es wird noch einiges mehr dazukommen, habe ich mir geschworen. Wird allerdings irgendwann mal notwendig, auf ein größeres Regal auszuweichen. Oder, so wie ich es ja vorhabe, eine wunderschöne Bibliothek zu errichten in einem separaten Zimmer. Kommt alles noch in nächster Zukunft. Ist alles geplant. So, fangen wir mal grob an mit meinen Anfängen. Dazu ist natürlich meine DSA-Reihe. Bis zum Liber Cantiones. Aller schöner Spaß. Mir fehlt von den normalen Büchern, glaube ich, allerhöchstens eins. Gin-Lampen oder wie es genau heißt. Das fehlt mir. Ansonsten habe ich wirklich mal Geld reingepumpt, wo viele Leute denken, ja, was für ein Quatsch. Ich finde es trotzdem kultig. Und ich habe richtig Rollenspiel angefangen mit DSA. Und ich bleibe bei meinen Wurzeln. Zumindest soweit ich kann. Dann gehen wir mal nach oben weiter. Shadows of Eastern habe ich aus Purples Auktion. Danke dir nochmal hierfür. Hat wunderbar funktioniert und es ist hier gut aufgehoben. Ich passe also wirklich gut drauf auf. Hier sind noch die zwei Zusatzdinger, die du dabei hattest. Hier habe ich drunter liegen. Dann oben drüber Freelancer Hexagon. Wurde ja so schön verrissen in unserem schönen Thread, aber es hat mich irgendwie gereizt und für den Preis war es mir wurscht. Da habe ich noch dazu liegen das Freelancer Dynamics. Das war, glaube ich, für 3 Euro oder irgendwas, was es gekostet hat. War mir es dann egal. Dann bei eBay geschossen für relativ günstig. Giovanni Chroniken 3. Werde ich vielleicht noch was draus basteln können. Lasse ich mich überraschen. So, dann wieder aus Purples Auktion seine beiden Dungeons and Dragons Bücher. Rules Compendium und Heroes of the Fallen Lands. Wann ich damit was mache, weiß ich noch nicht, aber irgendwann wird es auf jeden Fall was werden. Dann von oben an, geht einfacher. Barbarians of Lemuria. Wir haben alle drüber gelesen und drüber geredet. Für den unschlagbaren Preis muss es in mein Regal. Da gibt es gar keine wirkliche andere Möglichkeit. Dann Motivation vom Kamel. Ruh dich nicht aus. Ich hoffe, da kommen wir in nächster Zeit mal weiter, wenn du, Kamel, endlich eine gescheite Leitung hinkriegst. Wann es passieren wird, wir wissen es nicht. Es ist genauso irre wie dieses Spiel hier. Sehr schöne Geschichte übrigens. Rate ich auch jedem, das mal selbst zu spielen. Kommt immer darauf an, was man macht, aber ich finde das schön Horror. So, was mir ganz wichtig war, habe ich dann für einen Fuffi bei eBay geschossen. Vampire the Masquerade, also die deutsche Variante, habe ich mir da gegönnt. Und zwar die Version von 99, nicht 93, sondern 99, weil ich wollte wieder Irrsinn und nicht irgendwas anderes. Und ich glaube, da habe ich mein Buchzeichen geschrottet. Sehr schön. So, nebendran nochmal danke an meine ganzen Freunde, die haben mir das zum 30. geschenkt. Bei The Masquerade V20 in Englisch. Klar, anders geht's ja nicht. Sehr schönes Teil, nehme ich auch stark als Inspiration für die Vampire-Runde. Ich weiß noch nicht genau, nach welchem Regelwerk ich es mache, aber eins von beiden, klar, nehmen wir. Geh rein. So. Nebendran habe ich Gurps Vampire. Hab mir den Spaß mal gegönnt für 10 Euro bei eBay, auch als Referenzwerk. Basiert aber auf den 93er, auf dem 93er Hintergrund. Deswegen habe ich wieder mal keinen Irrsinn. Stinkt mir ein bisschen, aber gut. Dann Shadowrun, Grundregelwerk, Arsenal 2070, Bodytech, Emergenz und den Städteband Berlin. Und natürlich den Sox-Band, der mir ganz wichtig für das schöne Abenteuer, das ich plane. Einmal schönes Radfahren klatschen durch die Sox. Kommt, wenn alles gut läuft, noch dieses Jahr. Nebendran natürlich Shadowrun, 5. Edition. Muss sein. Man will ja up to date bleiben. Ich hoffe, da kommen jetzt bald neue Kampagnenbände dazu, besser gesagt neue Quellenbänder. Ob ich mir tödliche Fragmente hole, weiß ich noch nicht. Aber ich spiele mit dem Gedanken. Nebendran Cthulhu, Pflicht, die alte Variante.
Spielleiterhandbuch, Spielerhandbuch und Now, zweite Edition, ganz wichtig. Und gab es auch mal günstig bei Amazon, die unfassbaren Mächte, habe ich glaube ich 10 Euro für gezahlt oder so. Ist ein Abenteuer, sind ganz lustig, kann man mitarbeiten. Dann das allseits beliebte Engel, Grundregelwerk, da kommt auch Freude auf bei. Jetzt läuft ja die Brandlandrunde. Bin gespannt, wie es da weitergeht. Claudine, das geht an dich. Du hast mein Engel ins Brandland geschickt. Ich bin gespannt. Aber du machst es, das wird super. So, und zu guter Letzt noch Space 1889. Da habe ich einfach mal zusammengekrümelt, was ich gefunden habe. Regelwerk, Spielleiterschirm und nebendran war beim Schirm noch ein, ich glaube, ein kleines Zusatzding dabei und ein Abenteuer, Ätherdampf und Stahlgiganten habe ich mir da dazu geholt. Ja, einfach mal alles her, was es gab. So, dann muss ich meinen quäken Knochen jetzt mal hochbewegen. So, geht da noch eine kleine Totale. Ja, schön geworden. So, dann mache ich hier drüben nochmal weiter. Ich hoffe, mit dem Licht geht es einigermaßen. Ich stehe ein bisschen im Licht, aber das kann ich jetzt leider nicht ändern. Das war die erste RP-Box, die ich mir geholt habe. Dungeons and Dragons. Ah, ich habe das noch nie aussprechen können. Diablo 2 ging mir aber weniger um D&D als um Diablo. Weil ich das gehört habe, habe ich auch mal vor Ewigkeiten bei eBay schießen lassen. Da habe ich noch nicht selber bei eBay geschossen. War relativ günstig. Habe ich, glaube ich, damals 20 Mark dafür bezahlt oder was es damals auch gekostet hat. Auf jeden Fall war es noch gemütlich. Die Box hege ich und hüte ich. Und habe sie immer noch so komplett, wie ich irgendwie konnte. Weil, naja, ist doch doof, wenn man da irgendwas verliert. Es ist wichtig, dass man das erhält. Und die Box, egal wer sie haben will von euch, ihr bekommt sie nicht. So. Und durch Filmfehler, schon wieder gesehen. Danke an Plastiklöffel für die Eingebung. Der Widerstand wird demnächst auch gespielt mit meiner Gruppe. Wenn wir uns mal von Magic, von Relic oder von sonst irgendwas losreißen können, ist das angesagt. Schon angekündigt und ich freue mich drauf, wenn es denn soweit ist. Und an der Stelle bin ich fertig mit meinem ganzen Gelaber. Das ganze Magic-Zeugs lasse ich jetzt mal weg, hat damit RP nicht arg viel zu tun. Hallo, tschö.